jetzt irgendwo ein Manuskript einreicht und erwartet, dass daraus innerhalb eines Vierteljahres, wie das vielleicht vor 5 Jahren noch funktioniert hat, ein fertiges Printprodukt gemacht werden kann, der von sich auf eine herbe Enttäuschung gefasst wird, dann lektoriert. Das ist so etwas, was ich hauptsächlich tue. Das bedeutet, es wird selbstverständlich auf Rechtschreib, Grammatik, Zeichensetzung und Satzbaufehler durchgesehen, Wiederholungen etc. Das, was man eben halt so kennt und sich, denke ich, hauptsächlich unter Lektorat vorstellt. Gerade wenn ich mir bei Twitter ansehe, wer alles Lektor oder Lektorat in seiner Selbstbeschreibung stehen hat und da aus was für Gründen auch immer irgendwie stolz drauf ist. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Statussymbol, aber bitte, das ist Jeder ein Teil. sollte Mehr oder weniger in der Lage sein, einen Computer zu bedienen. Und natürlich ist Textverarbeitung etwas, was auf den ersten Blick nicht besonders kompliziert aussieht. Aber es reicht eben nicht, um ein Buch, sagen wir mal ein Buchmanuskript, das den Namen verdient hat, zu schreiben. Man stellt sich das immer so sehr leicht vor. außer Innerhalb eines durchpolitisierten Prosa-Literaturbetriebs und eines wissenschaftlichen Publizistikbetriebs rund um die Universitäten, der wiederum auch von eigenen politischen Interessen, auch parteipolitischen Interessen und Wirtschaftsinteressen gesteuert ist, ist es meines Erachtens schlechterdings nicht möglich, durch Buchpublikationen, sagen wir mal, einen großbürgerlichen Lebensstil zu finanzieren. Inhaltlich nicht unbedingt innerhalb der Szene bleiben muss, publizistisch, dann sollte man das auch nicht tun, weil es leichter ist, sozusagen vom Mainstream in die Szene zu gehen, als umgekehrt. Ich meine beispielsweise an Thilo Sarrazin. Seine Bücher pflegen zwar immer den gleichen Stil des Einbands, aber wenn man genau hinschaut, steht auf jedem ein anderes Verlagssignet drauf. Das wird eben so sukzessive, geht es immer um ein paar Klassen, also Klassen, um ein paar Ansehensstufen runter. Wenn Sie, liebe Hörer, durch die vorangegangenen Ausschnitte neugierig geworden sein sollten, so freue ich mich sehr über Ihr bleibendes Interesse. Es ist aber so, dass, so profan das klingen mag, Interesse nicht dabei hilft, meine Familie zu ernähren und ich Sie deshalb freundlich auf meinen Patreon-Account aufmerksam machen möchte, wo Sie die Gesamtlaufzeit dieser Episode sowie weitere noch folgende Bezahlepisoden für sehr kleines Geld erstehen und damit mich und meine laufenden Projekte unterstützen können. Sie finden den Link einerseits in der Episodenbeschreibung und andererseits in der Social Media Linkauflistung, auf die Sie auf sämtlichen meiner Profile bei YouTube, Twitter etc. zugreifen können. Ich bedanke mich schon einmal sehr im Voraus und hoffe auf weitere aufschlussreiche Podcast-Episoden für Sie wie auch für mich. Vielen Dank.